Wie geht's da, Katze? Wir sind gleich da. So, kommen Sie rein. Wir legen erst mal eine Infusion. Ja, dann nehmen Sie doch Platz im Moment und warten auf die Polizei. Sie haben die Katzen doch nicht mit der Box auf dem Hof gefunden. Es ist vielleicht jetzt ein endgültiger Abschied. Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, es ist ein Aprilscherz. Es wird ein ungewöhnlicher Tag im Tierheim Recklinghausen. Aber noch ahnt niemand etwas. Für 8 Tierpfleger, etliche Hilfskräfte und 150 Tiere ist Nina Schmidt verantwortlich. Sie bespricht mit Christina Nutt den Tag. Du hast in deinen 2 Tagen frei einiges verpasst hier. Ja, ich meine, ein bisschen habe ich ja schon gehört. Aber wenn man das so sieht, dann ist das schon mächtig. Ja, ganz schön viel. Weil die Zeit mit dem Boso zu Hause, die muss ja auch sein. Ich glaube, am Montag habe ich 5-mal, glaube ich, angerufen. Gut, abends telefoniere ich sowieso immer mit meiner Quarantäne-Kollegin. Und dann machen wir meistens so 1 Stunde, 2 Stunden nochmal Nachbeschäftigung. Ja. Wieso? Vor der Tür des Tierheims steht eine Frau mit Katzen. Worum geht's denn? Die Dame setzt jetzt einfach ihre Katzen hier aus. Und, geht. Meine Katzen? Ja, sie kommen aus Haltern, da sind wir nicht für zuständig. Sie müssen die Guten Morgen, mitnehmen. Tierheim Recklinghausen hier. Ich habe gerade die Anweisung von meiner Chefin bekommen, sie anzurufen, weil wir sie eine Dame hier stehen haben. Sie können jetzt nicht die kommt aus Haltern und versucht, oder hat gerade versucht, ihre Katzen bei uns vor der Tür auszusetzen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen die Katzen wieder mitnehmen. Ja, aber was können wir da machen? Das sind Ihre Katzen. Und das sind nicht meine Katzen. Ja, dann sorgen Sie bitte dafür, dass ich die irgendwie wegtransportieren kann. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssten bei Ihnen im Ordnungsamt anrufen. Da könnten Sie jetzt nicht reingehen. Da ist ein Hund, der mag das nicht, wenn da Leute reingehen. Okay. Lass mich aber auch nicht hier so behandeln. Sie müssen nicht meinen, dass man... Ja, aber wir sind nicht für Sie zuständig. Ja, aber ich will dem Tier ja helfen. Und, ja, aber ich habe Ihnen doch gerade gesagt, für Ihre Stadt ist ein anderes Tier zuständig. Ich bin schon ein Stück gefahren worden. Ja, aber warum haben Sie denn nicht vorher angerufen oder bei Ihrem Ordnungsamt oder Ihrem Bürgerbüro angerufen? Ja, was soll ich denn machen? Ja, sich vorher telefonisch informieren, weil wir können die Katzen nicht nehmen, die dürfen wir nicht nehmen. Ja, keine Ahnung, ich habe im Tierheim, muss doch irgendwie helfen. Ja, ein Tierheim nimmt Tiere aus seiner Stadt, aber für Haltern ist eine andere Stadt zuständig. Sie haben die Katzen doch nicht mit der Box auf dem Hof gefunden. Ja, die Box, ich habe einen Hund zu Hause. Ja, aber Sie wollten jetzt gehen. Sie wollten jetzt gehen ohne die Box. Das, wenn es Ihre Box ist, dann nimmt man die doch wieder mit. Wieso? Ich habe eine Box, ist jetzt nicht so wichtig. Also. Ja, ich kann mir eine neue Box kaufen. Ja, veräppeln lassen kann ich mich auch. Sie sind doch jetzt nicht aus Haltern gelaufen. Ich bin mit dem Bus gekommen, aber ich kann es nicht mehr tragen, mir tut mein Arm weh. Ja, aber ich kann sie Ihnen auch nicht abnehmen. Ja, die Katzen, die müssen da... Die Polizei bitte anrufen oder die Polizei ist unterwegs. Die haben wir angerufen. Die kommt. Die Frau scheint kalte Füße zu bekommen. Ja, Sie warten jetzt auf die Polizei und dann ist alles geklärt. Ja, ich bin da sowieso mit der Box raus. Ja, dann nehmen Sie doch Platz im Moment und warten auf die Polizei und dann ist das gar kein Problem. Was ist denn hier los? Sie können ja auch nicht vom Hof, das ist alles zu. Unglaublich. Also Leute gibt's, die gibt's nicht, ne? Das ist unglaublich. Unglaublich, ey. Die werden immer dreister. Also nicht, dass Katzen schon... frech aussetzen vor meiner Tür, während ich da sitze und mit ihr spreche und dann abhauen. Der Verdacht, sie will ihre eigenen Katzen loswerden. Das soll jetzt die Polizei klären. Wir kommen gleich mit der Polizei rein. Doch, Sie lassen sich jetzt hier kurz, Sie warten jetzt. Sie warten jetzt mal ganz kurz, bis wir das geklärt haben gleich und dann warten Sie ganz kurz. Ja, lassen Sie sie erstmal raus, bitte. Ja, sie ist gerade schon abgehauen, ne, fast. Ja, aber einsperren. Nee, ich hatte nur gerade abgeschlossen, dass sie dabei sind, dann geht das. Sicherheitsdienst, wenn ich mir da rausnehme, kann es ja was anderes. Ja, wir müssen den Sachverhalt jetzt eben klären. Was ist denn überhaupt passiert? Katze haben Sie da. Genau, und hier, die lassen mich nicht hier. Ich dachte irgendwie, wo will man hin, als hier zum Tierheim hinfahren? Und jetzt bin ich gerade sehr freundlich aufgenommen worden und ich darf sie nicht hier lassen und ich soll sie wegbringen und ich kann nicht mehr. Ich habe eine Zerrung im Arm, weil ich bin gerade ein Stückchen hingebracht worden. Und dann müssen sie die Katze da erstmal abbringen. Ja. Und die liefen rum bei uns. Ja. Das ist nicht ihre Katze, die haben sie eingefangen, eine wilde.
Genau, also die, das heißt wild nicht, die sind wohl von irgendwoher, aber die wollen ja ihren Freigang haben und irgendwie habe ich denen dann auch mal Futter gegeben und die haben draußen Futter gesucht und... Gehen wir rein? Ja. Wir gehen mal rein. Problem ist, die Katzen sind halt nicht aus unserem Einzugsgebiet, deswegen... Können wir die dann auch woanders hin? Wir klären das mal drin ab. Kommen Sie mal bitte, gehen wir mal rein. Wetter. Nina Schmidt vermutet, dass die angebliche Finderin auch die Eigentümerin der Katze ist. Mit einem Lesegerät suchen sie und Christina Nutt einen implantierten Chip. Er trägt die Passnummer der Katze. 24-Stunden-Telefon. Ich habe jetzt irgendwie über 99 Ecken die Registrierungsstelle gefunden, wo die eine Katze, die den Chip hat, registriert ist. Und jetzt haben wir eventuell die Möglichkeit, darüber jetzt schnell den Besitzer ausfindig zu machen. Und dann wird sich natürlich auch klären, ob die Dame vielleicht selbst der Halter ist. Die Chipnummer ist bei einem zentralen Haustierregister gespeichert. Vom Tierheim Recklinghausen, guten Morgen. Wir haben eine eventuelle Fundkatze mit Chip. 098 100 790. Ja. Wir haben noch nicht geschaut. Ja, prima. Tatsächlich, es gibt eine eingetragene Halterin. Das ist die Besitzerin der Katzen. Ja. Dann hat meine Tochter dann mal angemeldet, weil die waren mitgewesen, hat angemeldet. Ich hab's gewusst. Ja gut, ist ja auch alles gut und schön, aber... Warum lügen Sie denn dann? Warum sagen Sie nicht, das sind Ihre Katzen und Sie können die nicht mehr halten? Das ist doch kein Problem, man kann die doch abgeben. Die sind draußen gewesen auf dem Hof und meine Tochter, die... Also ich konnte die nicht mehr behalten, weil ich eine Katzenallergie habe und so weiter. Und jetzt, und auf jeden Fall sind wir jetzt draußen. Hat der Nachbar auch, also war die draußen gewesen und... Das ist jetzt auch wurscht und ich habe eine Katzenallergie und ich kann auch nicht mehr. Ja, aber haben Sie den Impfpass von den Katzen? Der ist irgendwie weggekommen. Ja, also auf jeden Fall können die jetzt nicht ins Tierheim ausgebracht werden, weil es ihre Katzen sind. Die müssten Sie jetzt entweder dann in einem Tierheim unterbringen, wo Sie dafür eine Abgabegebühr bezahlen. Ja. Das können Sie natürlich machen. Ja? Ja? Okay. Danke. Gut, tschüss. Tschüss. Unglaublich, unfassbar, so dreist zu lügen. Also, ich meine, wir haben es ja geahnt, aber man kann es halt den Leuten nicht nachweisen. Jetzt durch diese Registrierung kann man halt zum Glück den Besitzer ausfindig machen. Und also alles, was sie dem Polizisten erzählt hat, stimmte nicht. Was sie uns erzählt hat, stimmte nicht. Und die Polizisten, die haben auch irgendwie darüber lächeln können, dass man so dreist es einfach noch versucht. Die Frau darf gehen. Die eigenen Tiere als Fremde ausgeben, das ist keine Straftat. Und es ist auch unnötig. Das zuständige Tierheim hätte die Katzen natürlich genommen. Die Tierrettung München. Wieland Beck und Mario Beck auf dem Weg zum nächsten Notfall. Der Anruf kommt aus dem Münchner Süden. Eine Katze braucht Hilfe. Haben Sie unterwegs, Siebald? Ja, Frau Siebald, ich habe gerade noch mal durchgerufen. Wie geht's der Katze? Wir sind gleich da. Die Ferndiagnose aus langjähriger Erfahrung. Eine verunfallte Katze, die nicht mehr laufen kann, liegt auf dem Grundstück und kann sich nicht mehr bewegen. Und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich hin, weil ich denke, die muss wahrscheinlich in die Klinik gebracht werden und dort weiter versorgt werden. Okay, wir nehmen die jetzt mit ins Auto und legen erstmal eine Infusion. Die hat offensichtlich hier hinten ein Problem in der Nachhand. Ja, das ist es. Jetzt nehmen wir sie mal ein Stück auf die Decke. Genau, ich habe die schon extra, damit das so kalt ist. Hinten. Wir machen das im Auto, das ist besser. Nehmen wir das gerade mal. Da decken wir sie zu. So. Ich denke, da können wir sie besser versorgen als hier auf der Wiese. So, komm, da ist schon gut. Okay. Na klar, die kommen mit, bitte. So, wir können kommen wir hier. Nimm du die Katzen und dann leider für das Prügel, das sind gut. Flora ist 10 Jahre alt und eine von zwei Katzen im Haushalt der Familie Sebald. Es kann sein, dass sie mit der Wirbelsäule einen Schaden hat, weil die Hintergliedmaßen sind gelähmt. So, jetzt muss ich sie mal ganz kurz drehen. Ach. Ja. Wahrscheinlich liegt sie da schon eine ganze Weile. Ne? Also sie war heute Morgen nicht da. Mhm. Und dann habe ich zwar geguckt, aber habe nichts gesehen. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen weiter vor und dann habe ich sie gesehen. Dann hat sie sich auf der Wiese halt mit den Vorderpfötchen, nachdem die einigermaßen funktionieren, hat sie sich hingeschleppt. Ja, die Katze ist schwer traumatisiert, offensichtlich durch einen Autounfall.
steht unter Schock und hat eine Nachhandlähmung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Wirbelsäule vielleicht was nicht in Ordnung ist, ist sehr groß. Und wir müssen jetzt erstmal das Tier stabilisieren und legen eine Infusion. Wann haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Ja, sofort. Sofort. Das merkt man sofort. Das ist. Für die schwer verletzte Katze zählt jede Minute. Je früher Flora in die Klinik kommt, desto besser sind ihre Überlebenschancen. Blaulicht ist für die Tierrettung nicht erlaubt. Ein typisches Großstadtproblem, die vielen Pendler, die in München arbeiten, im täglichen Stau. Da ist Verkehr en masse. Den Tierrettern bleibt nur eines, Geduld. Wir finden es schade, weil es doch Fälle gibt, wie jetzt die Katze, die wir jetzt hinten an Bord haben, die relativ schnell auch versorgt werden sollte. Und wir stehen hier im Stau und werden wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde brauchen, ehe wir in der Klinik ankommen. Und das ist wirklich traurig, dass es für diese speziellen Einsätze nicht die Möglichkeit gibt, vielleicht auch ein mobiles Blaulicht einzusetzen. Wegen kranker Tiere darf das Leben von Menschen nicht gefährdet werden. Deshalb hat die Ambulanz für Menschen Vorrang. Die für Tiere muss sich durch den Stau quälen. Wir haben im Stau gestanden, Katastrophe. Ja. Ist mit Besitzer, oder? Mit Besitzer, ja. Okay, kleinen Moment bitte. Bis gleich. Okay. Muss ich mal, wie geht es Ihnen jetzt? Also, ist ja ganz klar. Wir hängen doch an so einem Tier. Das ist doch klar. So. Grüß dich. Diese Katze, die ist angefahren worden und hat offensichtlich einen Autounfall gehabt und hat eine Nachhandlähmung. Ja, wir haben jetzt erstmal Schmerzmittel gegeben, Infusion, ein bisschen Cortison. Die Katze ist insgesamt sehr unterkühlt. Sie hat noch starken Schock. Jetzt höre ich noch schnell Herz und Lunge ab. Ja, wir würden jetzt als nächstes ein Röntgenbild machen vom Brustkorb und vom Bauchraum, um zu sehen erstmal primär, ob die lebenswichtigen Organe, ob da schwere Verletzungen vorliegen. Das machen wir jetzt schnell. Und wir warten so lange. Genau, Sie warten noch mal kurz im Sprechzimmer und dann besprechen wir zusammen die Bilder. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde, so was die entwickelt sind. Okay. Genau, und dann haben wir schon mal einen ersten Hinweis. Ja? Okay, gut, dann nehmen Sie mal mit. Die Hoffnung schwindet. Flora war zu lange unterwegs. Ich habe gerade noch mal nachgefragt wegen der Katze, die wir verunfallt gefunden haben. Die ist also gar nicht verunfallt, sondern hat eine Aortenthrombose, also eine Verstopfung der Körperschlagader. Deswegen auch die Lähmung der Nachhand. Die musste leider eingeschläfert werden, weil es dann schon rapide bergab ging und man nicht mehr schnell genug helfen konnte. Ist schade. Dachau bei München. Dr. Wieland Beck und sein Assistent Mario Beck haben einen schwierigen Fall. Grüß Gott. Beck ist mein Name von der Tierrettung. Das ist mein Kollege. Die Schäferhund-Mix-Hündin heißt Joy und ist schon 14 Jahre alt. Dann wollte ich mit ihr heute runter, sind wir eine Stufe, dann ist sie hinten weggerutscht, dann habe ich sie vorne gehalten und dann hat sie gejault halt und ist mir nicht mehr gekommen. Dann habe ich sie mit meinem Mann notdürftig rein und sie steht nicht mehr auf. Joy gehört eigentlich Brigitte Eckmanns Tochter, doch die ist im Urlaub. Nun muss die Mutter über das Wohl des Tieres entscheiden. Mal sehen, ob sie irgendwo schmerzhaft ist. Na, hier hinten geht es ein bisschen mehr in die Knie, aber... Was vermuten Sie jetzt da? Ja, man muss erst mal gucken, ob vielleicht im Bereich des Bewegungsapparates, also hier im Speziellen in der Wirbelsäule, irgendein Problem vorliegt. Naja, sie jammert ein bisschen, ne? Also das könnte sein, das sieht man natürlich ohne Röntgen schwer, dass im Bereich der Lendenwirbelsäule ein Problem ist, sprich ein Bandscheibenproblem. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man das Tier in die Tierklinik bringt, oder zum Haustierarzt, dass man Röntgenaufnahmen macht, dass einen Überblick darüber verschafft, wie ist der Zustand des Tieres, wie ist der Zustand der Gelenke und dass man dann entscheidet,
was man tun kann. Das Problem ist nur, Herr Doktor, weil mein Mann und ich, wir bringen es, wir haben beide massive Rückenbeschwerden, wir bringen es nicht rum. Ich bin berufstätig, ich arbeite nebenan im Altersheim, ich bin ab morgen wieder im Dienst, ist mein Mann ganz allein und der kann gar nichts, der hat Osteoporose. Also von daher haben wir ja schon dieses Problem mit Gassi gehen. Also von daher ist Ihnen dann eher geholfen, wenn wir das Tier in die Tierklinik bringen. Genau, genau. Dann machen wir das auch. Stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist, einen Hund in diesem Alter einzuschläfern. Doch das will Brigitte Eckmann auf keinen Fall. Ich kann das gar nicht entscheiden. Auch von meinem Gewissen her gar nicht. Außer sie wäre jetzt so krank, dass der Doktor sagt, es ist nur Leiden. Aber man kann ihr ja vielleicht durch Spritzen so noch helfen. Zumindest die Tage, bis wieder meine Familie zurückkommt. Aber ich habe das mit meinem eigenen Hund durchgemacht. Das ist mein Hund. Der ist also schon seit 6 Jahren tot, aber es ist immer noch so traurig. Kimmas. Aber es bringt nichts, weil ich bringe sie nicht runter. Und wenn ich sie ja fass von unten, dann jault sie, dann hat sie ja Schmerzen wahrscheinlich. Und da tue ich ihr nur weh, das bringt mir ja überhaupt nichts. Ah ja. Und hier ist noch ein Leckerli drin. Mausulein. Tschüss. Hallo. Dann nehme ich noch die Tücher. Tschüss. Alles klar. Das ist jetzt so traurig. Legen Sie es mal hin, ne? So. Erstmal alles Gute, ne? Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch Ihnen nochmal herzlichsten Dank. Keine Ursache, ne? Und vielen Dank fürs Kommen, ja? Alles klar. Es ist vielleicht jetzt ein endgültiger Abschied. Und auch so abrupt. Man kann sich ja nicht vorbereiten. Man weiß, es ist ein alter Hund. Sie hat ihre Gebrechen, aber man gibt ja auch nicht gleich den alten Menschen weg. Versucht auch noch, denen zu helfen. Und so ist es auch mit dem Tier. Aber es war jetzt vielleicht unser letztes Zusammensein. Ich sehe sie vielleicht gar nicht mehr. Geht schon. Geht, gut. Hoppala. Es wird noch mal die Blase entleert. Okay. Aber das ist gut, lieber hier als im Wagen. Ja. Ja, lieber hier als im Wagen. Also siehst du, jetzt kannst du auch wieder laufen. Hä? Blase war nur so voll, meinst du? Nee, das hat. Die hat ja keine Möglichkeit gehabt, ihre Blase zu entleeren. Ja. Joy hat Arthrose. Trotz ihres Alters könnte sie mit Hilfe von Medikamenten noch einige Jahre leben. In wenigen Tagen kommt ihre Besitzerin zurück und wird sie nach Hause holen. Oft kümmern sich die beiden Tierretter nicht nur um verletzte Tiere. Wir haben ja ganz häufig mit Tierbesitzern zu tun, die sehr stark beunruhigt sind und die gar nicht einschätzen können, ist dieser Notfall in Anführungsstrichen jetzt lebensbedrohlich oder nicht. Deswegen ist es immer auch wichtig, neben der Untersuchung und Behandlung des Tieres auch auf den Besitzer zu achten und ihm auch mit Rat und Tat natürlich zur Seite zu stehen und ihn auch mal zu trösten. Im Tierheim Recklinghausen versammelt sich die Belegschaft. Vor 3,5 Jahren wurde Tierpflegerin Nina Schmidt zur Leiterin ernannt. Damit ist sie für durchschnittlich 150 Tiere, 8 Tierpfleger und mehr als doppelt so viele Hilfskräfte verantwortlich. Und sie ist erst 27. Die ist ja ein Jahr jünger als ich, aber eigentlich für sie finde ich sehr gut, als mit einer sehr alten und ja schon in ihre Strukturen eingefahrenen Chefin, weil man kann viel eher mit ihr reden, die Kommunikation ist eigentlich viel besser. Und also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Tierliebe allein reicht nicht als Qualifikation für den Job der Tierheimleiterin. Man muss sich aber schon durchsetzen, also sonst wird man nicht ernst genommen. Gerade auch jetzt so unter den Tierheimleiter-Kollegen, die gucken dann doch schon mal und lächeln doch auch schon mal, ach Mensch, bist ja noch gar nicht so alt. Und wenn man denen dann aber zeigt, dass es doch geht und dass man auch weiß, wovon man spricht, dann ist man auch voll akzeptiert. Eine Mitarbeiterin des Veterinäramts bringt einen beschlagnahmten Hund vorbei. Ich habe ja schon angerufen gestern. Na? Und Ihnen unseren Freund hier angekündigt. Hey, komm mal her, sag doch mal Hallo zu mir. Wie heißt er denn? Er heißt Shadow. Shadow. Er ist unter einem Jahr alt. Im Veterinäramt ist eine Anzeige eingegangen, dass sich in einem Haushalt
ein schlecht genährter Hund befindet. Wir fahren dann raus als Tierärzte und kümmern uns darum und nehmen das in Augenschein. Dem Besitzer wurde dann eine Frist eingeräumt, innerhalb derer er das Tier einem Tierarzt vorstellen sollte, um eben den Ernährungszustand abzuklären. Das ist nicht erfolgt. Daraufhin erfolgt durch uns eine Fortnahme. Man kann hier quasi jeden einzelnen Wirbelkörper erkennen auf dem Rücken des Tieres. Und hier an der Seite sehen Sie jeden Rippenbogen. Führen noch mal ein Stückchen vor. Schade, komm mal her. Das ist keine Lust mehr. Besonders ausgeprägt ist das auch hier im Bereich des Beckens. Normalerweise, oh, guck mal, ja, mein Super. Normalerweise sind diese Hüfthöcker und diese Knochenbereiche nicht sichtbar. Na, und durch die hochgradige Abmagerung des Hundes sind die auch gut zu erkennen. Schnuffi. Das Amt ist ein guter Kunde. Bis zu 4 beschlagnahmte Hunde kommen pro Woche ins Tierheim. Die Kosten dafür trägt zunächst die Gemeinde. Shadow wird jetzt erst einmal gewogen. So, guck mal. So, kommen Sie rein. Angst hat aber keine, ne? Nö. Schatz, willst du dich mal umschauen? So, mein Lieber. Komm mal mit. Einmal in alle Ecken, ne? Komm, wir gucken mal. Wir gehen mal auf die Waage, Schatz. Machen die mal an. Warte, bin ich warte, ja mal warte. Gespannt. Mäuselein, warte. Wir müssen die Schleim mir mal einen Kugelschreiber, Frau Schmidt. Ja, ne? Gerne. Warte, Schatz. So, jetzt gehen wir mal drauf. Guck mal. Wollen Sie einmal gucken? Ich halte ihn ja. ein bisschen. Ja, 17,2 bis 17,4. Gut, ne? Dann haben wir das. Schatz, prima. Fotos haben wir schon gemacht. Da oben ist so ein Ich würde Foto vielleicht noch mal eben ganz gerne einmal kurz in die Ohren sehen. Bisschen, komm mal her. Und vielleicht noch mal einen kurzen Blick ja. auf die Zähne. Schatz, wir gehen mal einmal auf den Tisch. Wir hatten ja schon die Krallen angeguckt. Komm mal hier, Mäuschen. Ne? Guck mal hier, Mäuschen. Warte. Geht das oder soll ich ja, das geht. Ja, wo ist denn mein Hund? Da ist mein Hund. Sie ist das prima. Lässt du dir schön gucken. Diesen Schüchen. Ne, du siehst du. Er ist ja auch so noch erstaunlich gut im Glanz, im Fell der und alles. Ist toll. Ne? Eigentlich ist der echt. Ein bisschen Zahnstein hinten. Bisschen. Ja. Ne, hier hinten, das sind so etwas gelbliche Auflege und Belege. Das nennt man Zahnstein, das kann notfalls entfernt werden. Ne? Was sagten Sie? Ich hab's nicht Wie alt er jetzt genau ist, wissen Sie noch Nein, nicht. Unter einem Jahr. Unter einem Jahr. Ne? Ja. Kann er runter? Er kann runter. Er kann eine Box? Das auch. Prima, Schatz. So. Frau Schmidt, ich glaube, das ist einer für Sie. Ja, ich glaube auch. Ich stehe ja so auf den Malinois-Typ und der ist einfach süß. Mhm. Also, es ist schon wieder um mich geschehen. Soll ja. ja nicht so oft passieren, aber jetzt ist es schon Dagegen wieder passiert. Dagegen muss ich mich jeden Tag abgrenzen. Nina Schmidt würde Shadow sofort mit nach Hause nehmen, wenn sie könnte. Also nach 14 Jahren Tierheim beherrscht man sich ja eigentlich und es passiert mir vielleicht noch so 5-mal im Jahr, 6-mal im Jahr, aber dann auch richtig. Mit Herzschmerz und allem drum und dran. Shadow ist ernsthaft unterernährt, muss dringend aufgepäppelt werden. Offenbar wollte oder konnte sein bisheriges Herrchen nicht für genügend Futter sorgen. Er wiegt für sein Alter fast 10 Kilo zu wenig und braucht dringend Aufbaunahrung. Das übernimmt Tierpflege-Azubi Steven Neumann. Das ist intestinal, das ist leicht verträglich für den Hundemagen und vor allem, das hilft ihm, ein bisschen Speck auf den Rippen zu kriegen. Nee, das brauchst du, Dickerchen. Shadow wurde seinem Besitzer amtlich weggenommen. Sobald er Gewicht zugelegt hat, kommt er in die Vermittlung. Tierheimleiterin Nina Schmidt und Christina Nutt sehen sich nicht nur während ihrer 70-Stunden-Arbeitswoche. Sie haben auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Hallo. Doch mal pünktlich. Ja, Mensch. Sei froh, dass wir da sind. Komm mal her, wir warten erst seit einer Stunde. Thema am Stammtisch. Direkt vor dem Tierheim wollte eine Frau heute Morgen ihre Katzen aussetzen. Einfach so. Guck mal, da kannst du da unten. Dann wollte sie wegrennen. Dann haben wir die Tür abgeschlossen und die Polizei gerufen. Aber wie? sprang sie dann vor die Tür. Du kommst hier nicht mehr raus. Mit Tierschutzprofis befreundet zu sein, ist oft schwierig. Die scheint es auch echt gerne zu machen und mir scheint es so, als ob denen das auch nicht viel ausmacht. Es ist nur immer blöd, wenn man sich um irgendwie 7 verabredet, dann kommt ein Anruf, wird später wandern, weiß ich nicht. Unglaublich. Weil so viel Herzblut aufzubringen für eine Arbeit, wenn man das hört, wie viele Leute wirklich schreien, bei 38 Stunden, wenn sie mal eine halbe Stunde länger machen müssen, weil die Mädels da reißen. Also Freunde, ich meine, da bin ich sowieso ein bisschen wählerisch, aber da habe ich auch durch meine Arbeit sehr gute gefunden. Ja, Beziehungen, das ist so das, was dann auf Dauer halt nicht funktioniert. Selbst wenn sie einen mit Arbeit kennengelernt haben und das alles anfangs so kein Problem gewesen ist, ist es nachher dann doch eins und dann kann man da auch ganz gut drauf verzichten.
Auf Tiere können die beiden allerdings nur schwer verzichten. Spätabends in München. Tierarzt Dr. Wieland Beck und sein Assistent Mario Beck sind unterwegs im Stadtteil Moosach. Es wartet ein sehr spezieller Patient. Packt ihr da jetzt ein oder nehmt ihr mit? Wir müssen mal ein paar Pinzetten mitnehmen, weil wir müssen das Tier irgendwie anfassen. Mit bloßen Händen will ich das dann erst mal nicht versuchen, sondern deswegen gucke ich hier nach ein paar geeigneten Pinzetten. Schauen wir mal, was uns erwartet. Magst du vorgehen? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, es ist ein Aprilscherz. Nein, absolut nicht. Und das ist also ein echtes Tier und ich kenne es und ich habe es mitgebracht aus Frankreich. Und versehentlich mitgebracht, als blinder Passagier sozusagen. Der Patient gehört zu den gefährdeten Tierarten. Das heißt, Haltung ist für Privatpersonen gesetzlich untersagt. Das ist ja wirklich ein filigranes Tierchen. Ich habe gedacht, das ist ein größeres Exemplar. Nein. Aber das ist ja mal was. Das ist ja mal was ganz anderes, ne? Finden Sie auch gar nicht schlimm, wenn Sie die so auf der Hand haben? Ich nicht, nein. Aber davon abgesehen ist es auch so, dass ich mich vor keinem Tier fürchte. Und wo in Frankreich waren Sie, wenn ich fragen darf? 5 Kilometer von Saint-Tropez entfernt. Dann würde ich vorschlagen, wir versuchen jetzt mal noch, bevor wir sie mitnehmen, was Gutes zu tun. Könntest du mal von der Vitaminlösung mal einen kleinen Tropfen aufziehen? Die Gottesanbeterin ist dehydriert und kommt in eine Exoten-Auffangstation. Auf meine Hand, so, ja, wunderbar. So, vielleicht könnten wir jetzt mal versuchen, vielleicht ist sie ja so nett. Sie interessiert sich dafür, ja? Tatsächlich. Ja, es schmeckt ein bisschen bitter, ne? Oder? Was für Tiere kriegt es sonst so? Ja gut, das ist ein Vitaminpräparat, was man allen möglichen Tieren geben kann, Hunden, Katzen. Und ich sehe sogar, dieses Insekt erfreut sich daran. Wir müssen mal aufpassen, dass du nicht abstürzt, aber ich glaube, die stürzt nicht ab. Normalerweise nicht. Es sei denn, Sie haben Alkohol. Ja. Ja, so ein Tier ist auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Also das habe ich in meinem Tierärzteleben auch noch nicht erlebt. Ich hatte mal eine Vogelspinne. Das war mal so ein ganz exotischer Patient. Aber eine Gottesanbeterin, also das kann ich mir, glaube ich, in mein Stammbuch eintragen, weil das ist einmalig. Gut. Also ich sehe schon, sie labt sich so ein bisschen. Sie holt sich von dem Tropfen ein bisschen was runter. Und jetzt ist auch der Moment, wo Sie sich verabschieden müssen. Ja. Kriegen Sie es übers Herz? Soll ich Sie wirklich mitnehmen? Ja, bitte. Wie gesagt, erstens habe ich die Drogen morgen nicht für Sie. Und zum anderen, hier hat sie wahrscheinlich keine Chance. Ja, und zu überleben, ja. Ist ja auch ein nettes Tier, ne? Muss man ja auch wirklich sagen. Ja, also, sie ist wirklich. Sie wirkt sehr sympathisch, sehr, auch. Sehr schön und. Filigran. Ja. Ja, ist wirklich. Ja. Ja. Nett anzusehen. Ist auch nett zu uns, nimmt uns auch was ab, winkt sogar jetzt ein bisschen. Mhm. Winke, winke. Also, auf Wiedersehen. So, jetzt geht's in dein neues Zuhause, erstmal vorübergehend. So, guck mal, wie fein. So, da haben Sie gleich noch ein kleines Pflanzenteil mitgenommen. Das ist natürlich voll gut. Eine Gottesanbeterin in der Großstadt. Die Tierretter bringen sie in eine Exoten-Auffangstation.